An dieser Stelle ein herzliches Willkommen und einen guten Morgen an alle Webinarteilnehmer. Thema ist ja Live-Trading zur Börseneröffnung am Morgen mit, wie eben gehört, Dirk Hilger. Bevor wir beginnen, möchte ich Sie noch kurz auf die Risikohinweise aufmerksam machen. Ja, das Webinar dient nur zu Schulungszwecken. Sie treffen Ihre eigenen Handelsentscheidungen. Bitte verstehen Sie das Webinar nicht als Handelsempfehlung und die Meinung des Referenten ist nicht unbedingt die von FX Flat. Ja? Dirk, bevor ich übergebe, habe ich noch ein Anliegen eines Kunden, der vorab schon eine Frage gestellt hat, und zwar hätte er gerne Triax erklärt. Wenn du das im Hinterkopf behältst, ja, dann übergebe ich dir jetzt die Leitung. Die Leitung. Ich übergebe dir die Leitung. Die Leitung, ja, oder die Leitung? Das müssen wir noch klären. Ich übergebe dir die Leitung. Ja, ja, viel Spaß auch. Ich bin mal gespannt, was das mit meiner Leitung heute Morgen wird. So, ich habe so das Gefühl, ich bin irgendwie noch so halb am Schlafen. Und weil ich bin ja heute gerade aus dem Urlaub zurück und irgendwie, ich habe gar keine Stimme. Ich klinge, als hätte ich irgendwie die Nacht durchgezecht, was natürlich Quatsch ist. Aber so fühlt es sich zumindest an. Also erstmal herzlich willkommen, hallo von meiner Seite hier. Guten Morgen und hier zum direkt zum Live-Trading-Webinar. Ist natürlich klasse, wenn man halt irgendwie gerade ein paar Tage off war im Urlaub und irgendwie so damit wirklich nichts zu tun hatte. Ihr habt es auch mitbekommen oder der eine oder andere, ich habe mich wirklich ja komplett rausgehalten. Und das war auch mal ganz gut so. Und das Lustige ist eigentlich, dass wir heute, so wie ich das sehe, eigentlich genau da starten, wo wir im letzten Webinar auch waren. Und dort war nämlich im DAX, sehe ich hier gerade, die 667 für Short angesetzt. Und heute Morgen wäre das eher so halt mal abzuwarten, ob das ab der Stelle nicht eher long funktionieren wird. Aber es ist halt ganz schön. Also daran sieht man natürlich auch so, man ist eine Woche weg und eigentlich ist nichts passiert. Man hat nichts verpasst und der Markt ist eigentlich stehen geblieben, mehr oder weniger. Und das ist natürlich gar nicht so schlecht. Ach guck mal, der Thorsten ist ja auch da. Das ist ja der Wahnsinn. Aber ich habe wirklich, ich habe gar keine Stimme. Ich habe mich gerade selber erschrocken. Ich habe mich gerade noch hier mit dem Wolfgang telefoniert und mit dem Dino eben von FX Flat ganz kurz. Und das klingt wirklich, das ist bitter. Also es fühlt sich zumindest bitter an. Ich hoffe, es ist nicht so schlimm, wie es sich von mir anfühlt, wie es dann bei euch rüberkommt. Ich hoffe nur, wir kommen hier durch. Herr Wolfgang wird auch gleich noch was sagen, beziehungsweise bezüglich dem Webinar heute Abend, weil ich habe hier so ein paar Handwerker irgendwie rund ums Haus und im Haus und muss mich mit denen da halt immer auseinandersetzen und denen immer erklären, Leute, ich brauche irgendwie Ruhe so für eine Stunde. Und sagen wir, ja, wir müssen ja auch unsere Arbeit machen und so. Und dann sage ich auch, ne? Aber halt so, ich kann meine nicht machen, wie ihr eure macht. Und das sind hier immer so ein paar Diskussionen. Und deswegen werden wir es heute Abend ein paar Minuten nach hinten schieben müssen. Das Helpdesk-Webinar. Also heute ja, wie gesagt, dann zwei Webinare an der Stelle. So, also der DAX, der da nicht runter will. Fangen wir mit dem einfach mal an hier. Und wenn ich mich irgendwie mal versprechen sollte mit irgendwelchen Marken, werft mich ruhig, boah, das ist unglaublich, weist mich bitte ruhig darauf hin. Es ist, ja, deswegen mache ich nicht gerne Urlaub, das bringt einfach nichts, ne? Man ist irgendwie raus und dann braucht man irgendwie doppelt so lange, um irgendwie wieder reinzukommen und dann halt nochmal mit dem Leben klarzukommen, also mit dem Arbeitsleben. Und das ist irgendwie so, was tatsächlich immer meines Erachtens gegen Urlaub spricht, gegen viel zu viel Urlaub. Also, wie man hier sieht, ich habe es ja gerade schon erwähnt, Long ist halt eigentlich schon so ein bisschen eher meine präferierte Richtung hier heute. Auch im DAX, im Dow sowieso. Und aber gucken wir uns mal kurz den DAX mal an. Ich habe hier den Tageschart. Ich muss mich natürlich selber auch nochmal hier komplett neu sortieren und da reinkommen. Und was man halt ja sieht, ist halt allen voran hier oben die 11.840, die ja irgendwie dann doch recht ordentlich Programm gemacht hat, so die letzten Wochen ja jetzt hat mittlerweile ja schon. Und klar, einfach vor dem Ansatz her sieht man ja hier die 11.840, hier mehrfach Support, dann auch einmal gekauft hier an der Stelle, aber das hat nicht so wahnsinnig viel gebracht und dann hier einmal durch diesen Support durch und immer wieder dran gescheitert. So, auf der Unterseite, auch im Daily, ähnliche
Ebene hier, da, das war der letzte Support, bevor es dann halt oben in Richtung, wo waren wir hier, 12.700 etwa gelaufen sind, war das halt der letzte Support von unten kommt und der hat dann jetzt erstmal gehalten. Ich hatte ja noch irgendwie in einem anderen Bild auch mal geschrieben, beziehungsweise auch gesagt, so nächste Station ist die 11.044. Ich hätte schon eigentlich nicht gedacht, dass das so gut hier hält. Aber so ist das. Denken ist halt manchmal Glückssache. Und einfach gucken, nicht denken, ist halt nach wie vor immer der bessere Weg bei der ganzen Sache. Und hier sieht man es ja, also dieses Level wurde halt nochmal deutlich verteidigt. Gab es nochmal irgendwie so einen Spike hier runter. Aber im Tageschart haben wir eigentlich nie darunter geschlossen. Die 389, ich weiß nicht, ob ich die hier im Webinar irgendwann mal erstellt habe oder im Blog, weiß ich gar nicht, aber es spielt auch nicht wirklich eine Rolle. So, und das heißt, das ist eigentlich so unsere Range, die wir jetzt einfach hier haben. Also von 11.400 machen wir einfach mal rund raus bis hoch zur 11.840. So, das ist ja unverkennbar, dass das halt einfach potenziell die Range ist. Und hier geht es jetzt einfach nur darum, halt herauszufinden, wird es jetzt halten, werden wir nochmal über die 11.840 kommen oder nicht. Und das macht es natürlich jetzt hier, ich will jetzt nicht sagen, extra schwer handelbar, das vielleicht noch gar nicht mal, sondern es ist halt nur, ich sag mal, hier eine Position aufzubauen, jetzt gerade für ein Swing Trading, die da besonders weit kommen soll, das halte ich halt für sehr, sehr schwierig. Weil dann hätte man schon wirklich hier unten irgendwo reingemusst bei 11.4 und dann halt die Füße hochlegen und gucken, ob wir da nochmal drüber kommen oder nicht. Also was jetzt halt Long angeht und Short natürlich genau das Gleiche. Da ist man halt einfach zu spät dafür. Und ich hatte ja halt, muss ich mal gucken, gerade hier auf dem anderen Bild, das ihr jetzt nicht sehen könnt, die 11.983. Ja, das ist die hier auch, genau. Hier gestrichelt dargestellt. Das war ja das Level, wo ich eigentlich nochmal kurz hin wollte. Kurz, ja, bevor es dann halt dann doch eben runtergeht. Also generell, was heißt generell, ganz oft kann man ja beobachten, gerade wenn irgendwie Ranges entstehen, es geht erstmal in die eine Richtung fälschlicherweise, dann in die andere fälschlicherweise und dann löst sich das Ganze auf. Und das ist eigentlich immer so das typische Verhalten von einer Range. Und gerade im Short, ich meine, das ist halt nun mal ein Index, da liegen Aktien zugrunde und die werden halt gekauft, damit sie steigen. Deswegen ist das Verhalten natürlich immer bei Short so ein bisschen anders und deswegen wäre das halt auch schon plausibel, dass zwar die Range, die wir hier haben, weil wir von oben kommen, dass sie auch nach unten auflöst, wäre zumindest mal der normale Weg, heißt aber nicht, dass nicht nochmal die Bullen eine Runde zuschlagen und eben ihr Glück auch auf der Oberseite dann entsprechend versuchen. Das heißt, das spricht halt so ein bisschen dafür, weshalb ich die Idee auch nach wie vor gar nicht so schlecht finde, dass wir hier tatsächlich einmal die Range nach oben verlassen. Und da wäre natürlich die 983 oder meinetwegen eben auch knapp die 12.000 natürlich schon so ein bisschen prädestiniert dafür, dass wir einmal die Bewegung machen. Also hier runter waren wir schon, einmal hier hoch, Fehlausbruch und dann halt auf der Unterseite. Das wäre, also ich kann das mal kurz irgendwie versuchen einzuzeichnen. Ja, also so eine Bewegung halt quasi. Einmal hier hoch und dann so hier. Das wäre schon denkbar. Wäre zumindest mein Favorit, mein Wunschkonzert. Und ob das so kommt, werden wir sehen. Aber sollte man vielleicht, wenn man da was anderes vorhat, auch mal im Hinterkopf behalten. Warum? Ich denke mal, das ist eigentlich soweit, erklärt sich das schon fast von selbst, weil wir hier einfach den letzten markanten Support haben. Und der hier durchverkauft wurde und da fehlt halt so ein bisschen der Rücklauf dahin. Da sind einfach so ein paar zu viel überfahren worden und ganz ist ja, oft ist es ja so, dass eben solche Levels dann halt nochmal getestet werden, bevor es dann halt weitergeht. So, und weil hier oben, wenn man sich das halt mal anguckt, wenn man jetzt sagt, ja, was ist mit den oberen Bereichen, mit den Supports, wenn ich jetzt da eine Linie reinzeichne, da sieht man ja, ne? Also hier war Support, dann hier kein tieferes Tief. Die Geräusche gehen hier schon wieder los. Kein tieferes Tief. Hört man das eigentlich? Und aber entsprechend hier dann durchverkauft worden. Aber dann gab es halt nochmal einen Backtest. Natürlich recht ungenau. Ich meine, wir sind hier im Daily. Und halt aber hier nochmal einen Backtest, bevor es runterging. Und das fehlt hier so ein bisschen an der Stelle. Das muss, wie gesagt, nicht genau dieser Punkt sein.
aber halt so in dem Bereich etwa könnte das halt laufen. Sondern spricht natürlich, da wir hier auch im Daily sind, nicht viel dagegen, das halt auch mal long zu handeln, wenn man dann einen vernünftigen Einstieg hat und dann halt mal rauszufinden, ob das da entsprechend auch hinkommt. Doch, sorry, ich muss hier gerade mal das Mikro ausmachen, weil das ist irgendwie ziemlich laut hier gerade, leider. Das ist natürlich schön, wenn man Abmachungen trifft und sich dann halt die Leute nichts dran halten. Also, wenn es zu laut wird, bitte sagen, dann schreie ich hier einmal über den Flur und mache mal eine Ansage. Also, das wäre halt so ein Szenario, wo ich halt sage, dass das macht halt eben aus den gegebenen Gründen halt Sinn. So, und dann gucken wir mal. Jetzt hier mal im kleinen Timeframe, wo wir da jetzt halt sind. Also wir haben jetzt ja erstmal die Stundenkerze mal schnell angucken. 3 Minuten haben wir noch. 667, wie gesagt, die hatten wir tatsächlich im letzten Webinar. Und da ist halt, das ist einfach so ein Volumenpunkt, ja, der jetzt über die Jahre halt entsprechend schon oft gehandelt wurde. Solche Linien sind bei mir immer orange gezeichnet. Und wie man sieht, da hat sich gestern jetzt auch der Point of Control gebildet, aber die Linie ist ja schon seit Ewigkeiten da drin bestätigt, aber das Ganze halt nur noch mal ein bisschen, wo ich halt immer wieder sage, alles was orange ist, ist potenziell eben auch Point of Control und das hat man schon sehr oft beobachten können, dass das auch ganz oft so kommt, dass sowas dann halt wirklich gehandelt wird bis zum Erbrechen. Und so, hier müssen wir jetzt mal gucken, also Stundenchart sagt jetzt auch nicht viel aus, tritt einfach nur hier auf der Stelle. Dieser Bereich ist eigentlich durch. Hier haben wir das letzte markante Tief. Muss hier mal ein paar Linien einzeichnen. Und so, hier auch nochmal die letzte Abwärtsbewegung, die wir haben, 648. Mal gucken, ob das hält. Eventuell nochmal ein kurzer Spritzer runter und dann könnte es schon nochmal versuchen, irgendwie halt nach oben aufzulösen. Dass das jetzt einfach hier so runterfällt, glaube ich irgendwie noch nicht so wirklich dran. Vielleicht eher mit einem Spike. Aber mal gucken, vielleicht liege ich ja auch da komplett daneben mit meiner Einschätzung. Kann natürlich auch sein. Aber leider sagt es halt wirklich überhaupt gar nichts aus, was wir halt hier haben. Das ist natürlich ein bisschen schwierig. Also was jetzt Range angeht, irgendwie Intraday, lässt sich hier jetzt nicht wirklich gut ableiten an der Stelle. Da wird man halt eher, glaube ich, dann drauf gehen müssen, auf Ziele, die deutlich drüber oder drunter liegen. Deutlich drüber wäre die 724. Hier oben, die kommt tatsächlich auch noch aus dem letzten Webinar und einfach auch, weil wir hier oben den letzten Support da draufstehen haben, beziehungsweise hier, die sind natürlich gestern jetzt punktgenau gehandelt worden, würde ich mal tippen, ohne es eingezeichnet zu haben. Ja, nicht ganz, da fehlt nur ein kleines bisschen was, aber da würde ich dann eher eine Etage höher gehen, nicht auf die 712, sondern dann eher auf die 724. Aber dass das erreichbar ist, das denke ich allerdings wiederum schon. So, jetzt gucken wir mal, wie das Ganze hier startet. Hier einmal die Eröffnung angetestet. Hier hängen wir jetzt am Kassaschluss von gestern. Und aber jetzt erstmal gucken. Hier haben wir noch einen Pivotpunkt. Wäre natürlich auch brauchbar. Da würden wir hier unten einmal so in die Nähe von dem letzten Tief kommen. Ich schätze mal, wenn man das mit Fibos auch darstellt, wird sich das halt auch entsprechend halt zeigen, dass das halt wohl zusammenpassen würde. Hier vom Anstieg her wahrscheinlich dann entsprechende 76er Korrektur in Zusammenspiel hier mit der Fibo. Das macht schon Sinn eigentlich. Von daher würde ich den mal, kann man mal halt versuchen. Ich mache hier nur kleine Positionen. Ihr wisst, das ist nur ein Testkonto. Und geht ja auch nicht darum, um die Positionsgröße, sondern einfach nur, um zu zeigen, wie man es machen könnte. Das heißt, weil auch aus dem Grund, weil wir haben ja hier so eine potenzielle Range einfach als, ja, also eigentlich ist es ist klar, es ist schon eine Range, aber halt, ob das jetzt wirklich halt in dem Bereich bleibt, das glaube ich nicht. Und da wären wir halt auch eher mal halt so einmal kurz drunter in einem Dip an der Stelle, wenn er das machen würde und wo es dann entsprechend auch nach oben reagieren könnte, auch nach dem gleichen Prinzip. Einmal unten in die falsche Richtung raus und dann oben in die falsche Richtung raus und dann wieder alles auf Anfang und dann mal gucken, wie es auflöst.
Er würde da zumindest Sinn machen. Und wäre natürlich auch hier nochmal ein neuer Anlaufpunkt gegenüber gestern, ja, wo es ja halt eben auch hier, das hat ja gestern nur festgehangen in dem Bereich. Und das wäre zumindest mal eine Möglichkeit, wenn wir ein bisschen tiefer ansetzen, dass wir auch ein bisschen höher rauskommen. Weil wenn die Levels hier nicht gereicht haben, nicht mal um über die 700 zu kommen, dann war es vielleicht einfach für die, die das irgendwie steuern, schlichtweg ein paar Punkte zu teuer. Und deswegen das auch mal einfach vom logischen, in Anführungszeichen, Hintergrund, warum das halt auch von dem Aspekt her Sinn machen kann. Ja, weil halt einfach natürlich die Rechnung eine andere ist, wenn man halt irgendwo 40 Punkte, 50 Punkte tiefer reinkommt und dann natürlich Positionen anders steuern kann. Das würde ich mal behaupten, ist halt auch so die plausible Erklärung für sowas, worum man sowas eben ganz oft sieht, dass Ranges erstmal falsch rum auflösen, beziehungsweise erstmal falsch rum halt getriggert werden und dann halt irgendwie ganz anders auflösen. Ob das jetzt so kommt, gleich werden wir es wissen. So. Was, Dirk macht noch Frühstück, ich lese hier gerade mal so die Kommentare durch. Ist natürlich so ein bisschen arg genau hier am Pivot, aber okay. Tja. Ich kann das ja irgendwie nicht so wirklich ertragen, wenn irgendwie Lärm um mich drumherum ist. Deswegen, wenn ich gerade irgendwie so ein bisschen vor mich hin stottere, dann liegt es echt tatsächlich daran, dass mir der Typ da unten mit seiner Schleifmaschine oder was auch immer der hat im Flur gerade so ein bisschen hier auf den Keks geht. Herr Michael, hast du uns vermisst? Du kannst ruhig ehrlich Nein sagen. Das ist natürlich mies. Nein, nein, nein. Also nicht nein, nein, nein. Ich werde nicht nein, nein. Ich werde nicht nein sagen. Das natürlich habe ich euch vermisst. Was denn sonst? Was soll ich denn den ganzen Tag machen ohne euch? Und mir ist ja ansonsten geradezu langweilig. Von daher, was ich aber tatsächlich mal nicht vermisst habe, das ist wirklich so, den Chart mal irgendwie jeden Tag zu sehen. Und ich glaube, das ist auch mal ganz wichtig, wenn man mal Urlaub macht. Also in meinem Fall muss man ja wirklich das Event voranstellen. Es sind ja auch einige in der Gruppe und generell dabei, die ja deutlich öfter Urlaub machen, was aber auch kein Kunststück ist. Der Thorsten zum Beispiel ist ein Dauerurlauber. Thorsten, arbeitest du eigentlich überhaupt mal irgendwann? Der ist, also wenn man Thorsten irgendwie anruft, wo bist du denn gerade? Ich bin gerade in Italien. Da ruft man irgendwie die Woche drauf an, ja, ich bin gerade in Norwegen. Und so geht das bei Thorsten ja ständig. Also hier Thorsten Helbig. Aber gut. Das ist ja auch eben, ja, Norwegen am Fjord, er schreibt er gerade. Aber das ist ja auch schön, er wollte das ja auch so, beziehungsweise er und seine Frau. Und der Job macht es ja auch möglich, ganz klar. Mein Job jetzt vielleicht nicht unbedingt so ganz, weil er halt natürlich bei mir der Fokus halt auf dem Stereo Trader liegt. Aber generell, wenn man das im Griff hat, von wegen halt, in der Gegend rumfahren und irgendwie ab und zu mal handeln und dann mal 3,80 Euro zu verdienen, um die Kosten zu bestreiten, das ist natürlich super, ne? Also ist ja auch gar keine Frage. Und von daher, also Glückwunsch an jeden, der das hinkriegt. In der Gruppe bei uns bei Facebook sind ja auch, ist ja auch der ein oder andere dabei, der nicht mehr in Deutschland lebt, sondern da halt irgendwo gesagt hat, nee, ich bin da mal weg. Und macht das mal vom anderen Fleck der Erde aus. Und das ist natürlich schon schön. Von daher geht das bei mir so ein bisschen am Ziel vorbei, weil ich halt ständig irgendwie halt am Arbeiten bin, vor allen Dingen halt mit der Software. Also, ich gehe vielleicht mal hier auch mal einen runter. Mach mal den X-Frame auch mal drauf. Steht eh schon auf 15, okay. So, gucken, ob das funktioniert. Ich hätte nichts dagegen.
Wer so ein bisschen auch arg da unten aufsetzt, ist der DAO. Ich kann hier mal kurz hinswitchen. Da habe ich noch einen Long von gestern, hier so einen kleinen. Das ist natürlich auch so ein bisschen, naja. So, hier sind wir auf jeden Fall. So, ich mache den mal ein bisschen großzügiger, kann noch mal kurz runterspucken. Da wäre allerdings, da wäre halt noch die 602, aber so lange würde ich den jetzt hier nicht drin halten. Sondern würde da halt schon dann lieber irgendwie zweimal ansetzen. So, jetzt mal gucken, was hier passiert. Das ist auf jeden Fall jetzt erstmal die längste Minutenkerze. Das ist schon mal gut. Also hier von denen, die im unteren Bereich halt sind. Weil eben halt längste Kerze heißt auch ganz oft irgendwie Bewegung ist zu Ende, Abschluss. So, es müsste halt hier nur recht zügig nochmal zurücklaufen, wenn das funktionieren soll. So, was schreibe ich mir mein PD über 11.614? Ja, gerade mal gucken, was habe ich denn eingestellt? Das wäre natürlich schon mal auch, nee, 8 bis 22 habe ich hier eingestellt als Profildaten und daraus errechnet sich natürlich auch der Daily Pivot. Ne? Also das heißt, klar, wenn man natürlich hier andere Zeiten einstellt, jetzt von 0 bis 0 als Beispiel, da kommt natürlich was ganz anderes bei raus. Das ist klar. Aber hier der Pivot ist berechnet eben dahingehend, dass halt die Zeiten dazwischen, also außerhalb von 8 Uhr und 22 Uhr entsprechend ausgeblendet sind. Und das ist immer natürlich auch so gewollt. Weil es halt einfach die alten Handelszeiten einfach sind vom Future. Und man sieht ja halt, Punkt 8 Uhr ist immer noch irgendwie die Uhrzeit, wo da Bewegung halt reinkommt. Und von daher habe ich schon irgendwie den Eindruck, dass das schon noch so seine Richtigkeit hat, damit halt auch zu arbeiten. So, was hier so ein bisschen fehlt, wäre so ein kleines nachlaufendes Tief. So eine Minutenkerze, die hier drunter schließt und vielleicht noch eine. Und dann halt ein Rücklauf. Das wäre eigentlich so der Normalfall. Also ein bisschen Reaktion haben wir jetzt hier. Ob das reicht, keine Ahnung. So, 9.09 Uhr. Schick wäre natürlich, wenn die 15-Minuten-Kerze gleich in grün schließt und wir von hier aus direkt nochmal in die Öffnung laufen. Und dann könnte man dann nochmal irgendwie auch versuchen, irgendwie einen zweiten Punkt zu finden, um dann halt irgendwie auch nochmal das Ganze auszubauen. Aber hier fehlt natürlich schon so ein bisschen Dampf nach oben. Ne? Also, das hier reicht so noch nicht wirklich. Aber generell, ne, wenn man das halt hier, wie ich es ja vorhin auch gezeigt habe, sich im Stundenchart mal anschaut, ne, dann haben wir hier da schon noch ein bisschen Platz runter. Aber generell wäre es halt hier so ein Test von dieser Aufwärtsbewegung und kein neues Tief. Also wenn es irgendwo so in dem Bereich dreht, deswegen auch gerade der Hinweis mit dem kleinen nachlaufenden Tief, wenn es irgendwo so in dem Bereich dreht, da wäre das natürlich schon alles fein. Bei 616 ist auch das VRL von gestern und das würde schon alles ganz nett zusammenpassen. Also hier unten in dem Bereich 617. Aber es ist natürlich kein Muss. Und wie der Wolfgang ja vorhin schon gesagt hat, bitte nur eigene Ideen handeln, nicht als Empfehlung. Ich finde es immer, Wolfgang, falls du noch da bist, ich finde es immer so lustig, wenn es am Anfang irgendwie heißt, die Meinung des Referenten ist nicht die Meinung, oder ist nicht unbedingt oder nicht zwingend die Meinung von FXFlat. Das klingt immer so, als wären wir immer unterschiedlicher Meinung. Muss ich immer schmunzeln bei dem Satz. Aber ist natürlich richtig, sehr klar.
So, jetzt muss ich mal ganz kurz mal gucken, was ich mit dem hier mache. Lasse ich den hier drin? Ah, ist natürlich so ein bisschen nervig, ne? Wenn so eine Geschichte halt schon echt wesentlich weiter gelaufen ist und dann halt nochmal so weit runterkommt. Eigentlich ist das schon nicht mehr wirklich gut. Auf der anderen Seite, weil wir hier halt jetzt auch einmal durch sind, hier durch die letzten Tiefs im Stundenchart. Auf der anderen Seite, den Punkt hier habe ich noch so ein bisschen im Blick gehabt. Die 840 und auch Point of Control von gestern hier im Dow. Also ist noch gerade so okay, aber mehr soll es dann irgendwie echt nicht sein. Aber es ist natürlich schon gewaltiges Geeiere hier. Das ist echt schon nicht mehr feierlich. Weil der könnte, ich sehe es halt hier gerade in dem anderen Bild, mal kurz auf den Dow hier zu gehen, der könnte halt schon nochmal hier auf die 807 aufsetzen. Schon wieder. Bin ich gerade so ein bisschen zwiegespalten. Ich habe hier zwar mal einen Teil irgendwo aufgelöst. Ich lasse dem jetzt mal hier kurz ein bisschen Luft, aber auch nicht ewig. Nur jetzt hier abgefischt werden und dann hoch wäre natürlich auch nicht so schön. So, von daher schiebe ich den jetzt erstmal temporär hier runter. So, mal gucken, ob da ein bisschen was passiert. Also hier haben wir jetzt einmal halt so das kleine nachlaufende Tief hätten wir gehabt an der Stelle, drunter geschlossen. Aber jetzt wäre es natürlich dann halt schon wichtig, dass wir hier mal einen Rückzug nach oben kriegen. Die 15-Minuten-Kerze werden wir wohl nicht mehr nach grün getrimmt kriegen. Wir sehen sie haben hier im Hintergrund. Das sieht eher genau andersrum aus. Aber dann womöglich mit der 30-Minuten-Kerze. Ja, so, da war der. Zack, gleich nochmal raus, die nächste. Also die Hälfte ist raus. Ging jetzt ein bisschen schnell, aber das war halt genau das VHL, ne? Was ich ja vorhin auch gezeigt habe. Das heißt, ging jetzt so schnell, hat man wahrscheinlich gar nicht wirklich gesehen. Also habe ich hier unten abgeholt, die zweite Position, die habe ich direkt im Rücklauf hier oben wieder rausgegeben. So, und dadurch ist, deswegen bin ich jetzt hier auf 0, sieht man ja im Hintergrund, ne? Also gut, minus 2, aber nicht minus 8. Die Punkte habe ich mir hier gerade nochmal zusammenskaliert. So, und das heißt jetzt auch, ich kann mein Stop-Loss tatsächlich auch ein kleines Stück tiefer bewegen, weil ich ja halt hier entsprechendes Risiko rausgenommen habe, beziehungsweise mein Break-Even verschoben. Ich kann aber auch einfach, wir haben so eine lustige Funktion, nämlich die Trade-BE-Linie. Ja, hier sieht man es jetzt. Wenn man die einblendet, das ist jetzt tatsächlich mein Break-Even, weil ich ja hier ganz kurz skaliert habe und den Spike nach unten mitgenommen habe, beziehungsweise nach oben. Und deswegen ist mein rechnerischer Break-Even an der Stelle jetzt um 6 Punkte runtergerutscht. Das ist Skalierung. Das, was ich ja auch immer sage, wenn man das im Griff hat, und das machen ja auch einige wirklich ganz gut, oder auch einige von meinen Kollegen, die ja auch darauf bauen. Weil klar, macht natürlich Sinn. Ne? Ich kann mich halt hier zurecht skalieren im Markt und kann mir auch schon mal dann irgendwie solche Punkte, wie ich es ja gerade erwähnt habe, die 616, und man sagt, okay, das kann man mal aushalten, beziehungsweise mal einplanen, und da muss ich nicht einfach nur irgendwie warten, bis meine Position weiter und weiter irgendwie ins Minus läuft, sondern ich skaliere die halt einfach. Das heißt, wie ich es gerade gemacht habe, kann man dann vielleicht, wenn das Webinar, wenn man sich nachher das Video anguckt, dann auch anschauen. Das war ja wirklich gerade eine Sekundennummer hier. Das ist ja in einer Sekunde runter und wieder rauf. Aber eben 6 Punkte plus in einer Sekunde. So, aber der hat wohl gefehlt. Da kam dann jetzt auch die Reaktion. Da muss jetzt natürlich schon noch ein bisschen was nachkommen, keine Frage.
Also reicht das natürlich nicht hinten, nicht vorne. So, und jetzt wäre natürlich sauber, ja, aber wir reden hier vom DAX, wenn wir kein neues Tief mehr machen und dann entsprechend halt nochmal die Reaktion nach oben kriegen. Das heißt, jetzt wird natürlich hier geguckt, beziehungsweise es war jetzt halt der erste Kauf, und wenn das jetzt halt ein größerer Käufer ist oder halt als Beispiel eine Position, die jetzt hier in Etappen abgearbeitet ist, und dann würde das so laufen in der Regel, dass halt hier kein neues Tief mehr kommt, sondern eher entsprechend immer gekauft, kleine Auflösung, kaufen, Auflösung, und dann kriegen wir dann halt hier vielleicht auch einen kleinen Trend nach oben dann auch hin, der sich dann im Minutenchart aber dann eben auch zeigen muss. Aber jetzt hier nochmal ein neues Tief, wäre jetzt nicht so wahnsinnig glücklich. Aber wie gesagt, der DAX, das ist halt immer so das Spezielle beim DAX. Im DAO ist es eigentlich sauberer. Und da geht es dann meistens nicht irgendwie nochmal, zumindest nicht nach so einer Nummer, da nochmal ein paar Punkte drunter, sondern wird dann halt schon deutlich gehalten. Aber ich will ihn jetzt hier nicht beschimpfen, bevor es nicht passiert ist. Aber deswegen finde ich es immer so ein bisschen schwieriger zu handeln. Weil man kann natürlich auch, ne, einfach den Stop-Loss sonst wo hinsetzen. Kann man theoretisch ja auch, ja. Und man muss ja nicht unbedingt den Stop-Loss abwarten, wenn man halt positioniert ist. Man kann ja auch genauso gut Teilpositionen dazwischen halt ausskalieren durch andere Orders. Ja, wenn ich jetzt dann halt zum Beispiel sage, okay, ich löse halt irgendwie das Ganze in Etappen auf, kann ich es auch genauso gut so rum machen. Ja, also Stop-Loss ist ja nicht irgendwie das Maß aller Dinge, sondern heißt ja immer nur, es ist komplett vorbei. Und ob das dann immer gut ist, wenn der Rest noch stimmt, steht ja auch auf einem anderen Blatt. Ja, das heißt also jetzt hier als Beispiel, wenn so ein kleiner Piekser darunter käme, könnte man ja hier auch erstmal sagen, ne, trau dem Braten nicht, trotzdem bin ich hier nicht so vermessen und behaupte, dass hier nur gefischt wird. Und dann kann man sich natürlich entsprechend halt auch langsam rausskalieren aus so einer Position und dann halt hier auch logischerweise einfach dann auch manuell auflösen. Ja, Thorsten. Ihr solltet wirklich mal sehen, was hier so geschrieben wird. Das ist wirklich unglaublich. Nachlaufendes Tief, wo hast du das denn her? Das habe ich tatsächlich von Thorsten, ja. Muss ich ja hier mal kurz erwähnen. Das ist, da hat mich der Thorsten irgendwann mal drauf gebracht, wo ich gemeint habe, was meinst du denn damit halt überhaupt? Und da hat er aber recht gehabt, also mit dem nachlaufenden Tief. Das heißt also, Punkt wird erreicht. Und dann gibt es nochmal irgendwie so ein, zwei Kerzen drunter und dann knallt es dann eben doch nach oben. Und ist aber halt auch eigentlich nur logisch, ja, wenn man sieht ja halt zum Beispiel in, egal ob das jetzt hier im, oder gerade im Daily, da sieht man es ja fast noch am besten. Wenn man hier mal guckt, man sagt, okay, 840 ist die Linie. So, aber trotzdem waren wir dann hier irgendwie bei 860. So, was ist da passiert? Der ist hier drüber gekrabbelt, ja, mit nachlaufenden Hochs dann an der Stelle. Und im Endeffekt eine Zeiteinheit höher, sag mal, ey, das kriege ich nicht für Meldungen, und bleibt dann halt nur noch ein Docht oder eine Lunte. Also von daher, klar, es ist ja nie so, dass halt irgendwie so ein Punkt hundertprozentig genau dann halt irgendwie oder fast nie, dass er abschließt, sondern wir haben ja meistens irgendwie Docht oder Lunte drin stecken. Das sind genau diese nachlaufenden Tiefs oder Hochs dann entsprechend in anderen Zeiteinheiten. Deswegen finde ich auch immer, darf man die auch gar nicht bewerten irgendwie, also Lunden und Tochter. Nicht wirklich. So, Tox, sage ich, Thorsten. Die anderen Sprüche werde ich jetzt aber, oder gerade insbesondere den letzten, werde ich jetzt hier aber auch nicht zitieren. So, was ist denn jetzt hier? Kriegen wir hier noch ein bisschen Bums nach oben? So, hat kein neues Tief gemacht bisher. Sehr sauber. Danke, ich will ja nicht beschimpfen, bevor es nicht macht. Und schon kommt er wieder gucken, klar.
Zu früh loben will ich dich aber auch nicht, lieber DAX. Ne? Sorry, das war nur exemplarisch, habe ich hier nur quasi nichts drin. So, was macht der DAO? Den habe ich natürlich im Auge. So, jetzt haben wir erstmal ein neues Tief. Ein Punkt drunter, zwei Punkte drunter. So, viel dazu sagen kann ich jetzt hier gar nicht. Er muss es halt machen, damit das Ding hier aufgeht. Beim DAO ist halt auch nur so, da habe ich halt gestern, ich habe ja gestern mal ein bisschen mitgelesen, also gar nicht mal so wirklich bei uns in der Gruppe, sondern woanders. Wo halt auch dann irgendwie viel auf Short war. Aber von dem Verhalten gestern, wo der, ich zeige dir gleich nochmal, ich habe irgendwie trockenen Hals gerade. Aber von dem Verhalten her, wie der da gestern halt rumgeeiert ist die ganze Zeit und hat er dann irgendwie um 22 Uhr das Ding nach oben aufgelöst, was mich aber auch nicht wirklich gewundert hat. Deswegen habe ich auch den Long so lange drin gelassen. Ich dachte, das drückt so komisch und systematisch darunter. Eigentlich müsste das fürchterlich long gehen. Also es ist leider nicht so weit gelaufen, wie ich mir das gewünscht hätte. Ich habe mich echt gedacht, wir starten heute Morgen den DAO irgendwo über 26.000. Aber nein, ist ja dann halt irgendwie dann doch ein bisschen früher gedreht, die Nummer. Aber das war so gequält oder so gesteuert gestern, die ganze Geschichte, das sah schon sehr, sehr, sehr verdächtig aus. Also hier bei dem DAX bin ich mir tatsächlich nicht so wahnsinnig sicher, weil der hat ja gar nichts mehr gemacht gestern. Ne? Also das heißt hier, das sieht man ja im Stundenchart hier oben, morgens eine saubere Bewegung, das war es dann. Ne? Da kam halt, es kam ja nichts mehr hinterher. Und einmal kurz auch über die 11.700 drüber, das war es dann halt auch schon. So, der Thorsten bleibt short. Wo ist denn dein Entry, beziehungsweise wo ist denn dein Stop, Thorsten, bevor du dich hier zum Angeln verabschiedest? Kannst du vielleicht auch mal kurz sagen, da kann ich ja da auch mal irgendwie gucken, ob man das hier, ob ich das mit einbeziehen kann bei mir oder nicht. Elf, sechs, acht, fünf. Ah, okay. Warum? Magst du es auch noch verraten? Was, bevor ich aufgestanden bin? Das kann sogar sein. Nein, nicht wirklich. Ich bin immerhin um 8 schon aufgestanden. Ja, ich weiß gar nicht, was du willst. Also dreiviertel Stunde vorher hier. Das reicht. So, der druckst echt so ein bisschen arg hier rum. So wirklich gut ist das nicht. Auf der anderen Seite macht er aber auch nicht wirklich mehr neue Tiefs. Und wir haben hier so, ja, so einen merkwürdigen, ich will es gar nicht Trend nennen, aber hier so ein, ich kann das mal versuchen einzuzeichnen. Hier schon irgendwie so systematisch irgendwie wie an der Schnur gezogen. Da bin ich immer skeptisch, wenn sowas halt kommt. Also skeptisch für die Richtung, die es dann halt eben zeigt. Na, gut, hat sich dann gerade geklärt, warum ich da skeptisch bin. Okay. Entry, weil die 11.700 gehalten hat. Ich will zu 11.200. Okay. Gut.
Ich hoffe, du bist mir aber nicht böse, Thorsten, wenn du vom Angel zurückkommst und dein Stop ist weg. Weil mein Plan ist leider ein anderer. Aber gut, das ist ja nicht schlimm. Außerdem verdienst du genug. Du hast schon viel zu viel hier also Stops sind im Tagesziel. Ja, dann ist ja eh alles gut. Das ist doch fein. Dann kann ich ja hier den Bau abreißen und den DAX einmal kurz durch die Decke schicken, dann mache ich das doch. Ne, auch sowas, das gilt auch für andere Timeframes genauso. Ne? Wenn man wirklich so sieht, gut, hier war jetzt ein kleiner Fail dazwischen, aber ansonsten, ist man wie an der Schnur da runterkommt, das löst meistens dann ja doch irgendwo anders hin auf. Und so war das gestern im Dow halt genauso, nur dort eben im M15. Deswegen war ich da halt auch guter Dinge, dass das nach oben auflösen sollte. So, nichtsdestotrotz muss jetzt hier was nachkommen, weil das jetzt hier natürlich nochmal der Pivot, ne, die halt ganz gerne mal gehandelt werden, beziehungsweise wo sich gerne mal Positionen aufstauen, egal in welche Richtung. So, jetzt nach 9:30 Uhr müsste es natürlich dann auch schon mal irgendwann passieren, dass wir zumindest mal bis zur Eröffnung halt zurücklaufen. Ich finde die Eröffnung generell zu handeln immer sehr undankbar, weil es immer schon so ein bisschen schwer berechenbar ist, was da die Bekloppten in Frankfurt und wo auch immer sie überall sitzen, sich da irgendwo ausdenken, wie sie uns veräppeln können. Es hat immer durchwachsen. Mal funktioniert es gut und manchmal halt ist es einfach nur anstrengend. Aber gut, jetzt hier im M15 betrachtet, das ist natürlich schon auch okay, wenn man halt erstmal zwei Kerzen in die Richtung hätten und dann hier so eine kleine Rundung da halt bauen könnten. Ich habe gesagt, ich will es hoffen, ich kann es nicht beschwören. Aber den ersten Käufer haben wir hier jetzt auf jeden Fall schon mal gesehen, beziehungsweise Short-Auflösungen an der Stelle. Wahrscheinlich dann irgendwie eher. So, natürlich die Kerze hier, die Stundenkerze auf. Ich mache mal hier das Volumen aus, brauche ich hier gar nicht. Ja, die natürlich nach oben zu drehen, ist natürlich auch nicht so einfach. Sehe aber schon gut aus, ne? Was mir so ein bisschen Schmerzen bereitet, ist die 602, die macht mir schon so ein bisschen Sorgen da unten, dass wir da halt nochmal hinlaufen könnten. Aber gut, muss ja nicht sein. Aha, das war jetzt hier, hat sich geoutet, der Ingolf. Hat seine Shorts da aufgelöst. Hier unten. Ja, Long ist ja immer ein bisschen anstrengender, ne? Also beziehungsweise nicht anstrengender eigentlich. Short ist eigentlich anstrengender, finde ich. Aber halt Long dauert immer so ein bisschen, bis es dann irgendwann mal kommt. Ich
wirklich hier nebenbei nach wie vor den DAU, der klebt aber da auch echt schon wieder bei der 830 da unten rum. Das war gestern auch so eine Marke, die man irgendwann nicht mehr sehen konnte. Und heute kann ich sie auch nicht sehen. So, das wäre schon irgendwie mal nicht so falsch gewesen, so ein paar Punkte weiterzulaufen. Ja, so, was waren das jetzt? 21 Punkte Bewegung nach oben und dann naja, halbes Stündchen haben wir noch maximal. Mal gucken, ob es bis da oben hin auflöst. Das letzte Mal haben wir ein bisschen früher aufgehört, aber hat dann die Bewegung, wie sie halt anvisiert war, dann sehr schön danach gemacht. Gucken, ob das diesmal wieder gelingt. Ja, wie gesagt, die 602, die macht mir echt so ein bisschen Schmerzen. Aber gut. So, was wir hier machen können, also ein kleines neues Tief. Das ist ja schon okay. Aber halt viel sollte es dann auch nicht unbedingt sein. So. Gerade mal gucken hier das VAL von gestern. Ne, schon die 616, ne? Passt schon. Also aber auch natürlich gerechnet auf, also hier die Value Area ist natürlich auch gerechnet auf 8 bis 22, von 8 bis 22 Uhr. Und wenn man da natürlich die Zeiten ändert, kommt da logischerweise auch was anderes bei heraus. So, ich bleibe mal hier im M5. Alles gut soweit. So, also den DAO, genau. Ich kann den mal kurz irgendwie auspacken. Dann gehen wir hier auf M15. Dort hat man es eigentlich am besten gesehen. Die Bewegungen hier gestern. Weshalb ich da drin geblieben bin. Ich mache den jetzt hier nur mal kurz weg, damit ich was sehen kann. Also, hier war auch so ein... Ist jetzt hier so ein bisschen verdeckt, aber egal. Also hier hat man halt auch gesehen, ne? Der ist halt irgendwie, also generell halt Range, ne? Klar. Aber dann halt hier auch so runter, 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 nur irgendwie solche Kerzen. Und was passiert? Bam, geht es dann halt irgendwann halt dann mal schlagartig nach oben. Vor allen Dingen die hier hat mich am meisten stutzig gemacht. Die letzte hier. Da habe ich gedacht, das sieht so offensichtlich Short aus. Funktioniert nie und nimmer. Die Geschichte, das war ja gestern Abend dann irgendwie auch. Und dann war es dann halt irgendwie um 21.45 Uhr. Sieht man ja, Break-Even hier fast wieder erreicht. Habe ich mir, das kann ja nicht wahr sein. War es irgendwie den ganzen Tag, dass das Ding mal nach oben läuft. Und dann bist du wieder kurz vor BE. Und aber sie hat man ja gesehen, dann, ne, hat dann da einfach mal deutlichst nach oben an der Stelle. Und was mich jetzt nicht wirklich gewundert hat, weil das meinte ich eben, wenn das halt so runtergequält wird immer, ja, also ich weiß nicht, wie ich es sonst ausdrücken soll, aber wirklich so mehr oder weniger mit Gewalt immer wegdrücken und dann hat das meistens irgendwie, ist es dann tatsächlich
konstruierte Grütze und die dann genau andersrum auflöst. Und da hat halt einfach irgendjemand ein Programm dann halt eingestellt, der sagt, ey, wir kaufen um 9:45 und bis dahin halten wir das Ding mal schön tief. Weil klar, je mehr, also wenn man sowas halt steuern kann, ja, ich mutmaße hier einfach mal, und dann ist natürlich auch irgendwann der Großteil der Marktteilnehmer halt nicht mehr auf der Long-Seite. Und umso mehr Shorts sich halt sammeln, umso größer ist natürlich dann auch die Chance, dass dann halt hier entsprechend das ordentlich nach oben durchgekauft werden kann, weil das Volumen natürlich dann auch zunimmt an Positionen, die eben im Markt sind. Also ist natürlich nur eine reine Vermutung, aber Sinn macht es halt schon, ja. Und deswegen dann halt solche Geschichten dann halt aufgehen. Aber das war halt eher so, ja, so ein bisschen Erfahrungssache natürlich halt auch, wo ich dann dachte, so, das sieht mir viel zu auffällig auf, dass das jetzt halt irgendwie tatsächlich da nach unten auflösen soll. Und heute haben wir schon eigentlich schon fast wieder so ähnlich, ne? Also nicht wirklich, mein gutes war jetzt halt hier der Overnight-Handel, aber wird halt auch wieder so merkwürdig runtergedrückt. Ich kann mir irgendwie nicht so wirklich vorstellen, dass das Ding hier, die Positionen, die hier gekauft wurden, dass die einfach so nochmal nach unten abgeschossen werden. Also glaube ich irgendwie nicht dran. Aber wie gesagt, kann mich natürlich täuschen, keine Frage. Und genau, komm, ich gehe gerade mal auf den auch so ein bisschen ein. Mal hier auch mal im Daily. Da haben wir ja halt unverkennbar hier Range. So. Und einfach auch schon seit einigen Tagen. Und der hat natürlich, das muss man halt immer wieder dazu sagen, im Gegensatz zum DAX, der ist halt unverändert long. Da ist halt einfach überhaupt nichts passiert. Gut, jetzt haben wir hier vielleicht mal irgendwie ein kleines Tief gehabt, aber das war halt auch nur ein Aufsetzer auf diesem Cluster in dem Bereich. Mehr war es halt nicht. Und das hier halte ich nicht für wirklich relevant oder markant genug. So, und was ist hier passiert? Da halt nochmal ein Korrekturtief, neues Hoch. Und der war halt noch nicht wirklich da unten. Ne? Also beziehungsweise da ist halt nichts verletzt. Das heißt, der kann auch eigentlich nochmal komplett nach oben drehen und auch theoretisch sogar nochmal neues ATH machen. Also warum nicht? Ne? Spricht jetzt nicht so wahnsinnig viel aus meiner Sicht dagegen, außer dass halt irgendwie, klar, halt mal so irgendwie ein paar tausend Punkte runter wäre jetzt auch mal nicht so schlecht, um dann halt irgendwie nochmal ein bisschen tiefer ansetzen zu können. Also beziehungsweise dann halt auch mal im Timeframe höher, nämlich dann halt im Wochenchart, da mal irgendwie was Vernünftiges zu finden. Weil das ist natürlich auch schon fast hier seitwärts, ne? Was wir jetzt halt hier die ganze Zeit halt haben. Und das ist halt nicht mehr so wahnsinnig klasse. Das heißt, hier müsste ja schon dann deutlich nochmal hier drüber gehen, damit das Bild halt nochmal ein klareres wird. Und deswegen ist da halt natürlich, das sieht man ja halt auch, so, das Kaufinteresse geht da halt einfach zurück. So, das heißt aber nicht, dass wenn der nochmal eine Runde dippt, irgendwo so hier im Mittelfeld, weiß der Kuckuck, ja, also jetzt ohne hier irgendwie einen Punkt auszuloten, aber vielleicht bei 24.000 oder sowas wird es dann halt vielleicht auch nochmal interessant, nochmal zuzuschlagen. Wenn man sich dann mal die großen Schwünge anguckt, wird man auch dann feststellen, boah, ist eigentlich gar nichts passiert, wenn es dann halt nochmal hochgehen sollte. Ne? Von daher, da ist halt alles möglich. Der ist unverändert long, da ist nichts short. Auch wenn der mal irgendwie, wie jetzt gerade, irgendwie 2000 Punkte zurücksetzt. Das ist ja im DAO eher nichts. Aber halt hier im Tageschart, da auch. Ne? Ich meine, hier oben die 412, die ich ja auch schon genauso lange hier drin habe, beziehungsweise schon auch vorher hier drin hatte, da ist er halt nochmal abgeprallt. Aber hier macht er eben auch keine neuen Tiefs im Tageschart und von daher wäre es dann auch an der Stelle ebenso denkbar, dass wir nochmal den Run dahin versuchen und dann entsprechend hier die 26667 da halt auch nochmal ansteuern und dann versuchen, da drüber halt zu kommen oder sogar höher. Das wäre halt jetzt zumindest nicht irgendwie weiter verwunderlich. Hier sieht man ja halt, man sieht es ja halt, ja, also kaum gab es mal irgendwie einen Gap nach unten, wird halt wie gestern eben sofort zugeschlagen. Und es wird halt wieder gekauft. So, das heißt, es sind ja Käufer da. Und die suchen natürlich einfach nur nach einer günstigen Möglichkeit, da halt irgendwo zuzuschlagen. Das tun sie auch. Und deswegen kann man nicht vorstellen, dass die jetzt heute alle frei haben und sagen, nö, auch war ganz nett gestern, aber lass mal. Da glaube ich noch nicht dran. Und erst wenn wir dann hier drunter stehen, okay,
dann lasse ich mich da eines Besseren belehren, aber erstmal deutet da meines Erachtens jetzt nicht so wahnsinnig viel drauf hin. Und im Zweifelsfalle haben wir halt eben Range unten, hier in dem Bereich bei 25.300 etwa und Oberseite 412. So, das ist halt eben auch der Grund, warum ich dem hier jetzt erstmal ein bisschen auch Luft gegeben habe nochmal. Ja, weil das schon okay, wenn er hier unten in die Nähe kommt, übertreiben sollte er es natürlich jetzt auch nicht unbedingt, weil dann ist halt irgendwann auch nicht mehr schön. Aber in Ordnung ist das schon. Und hier auch im Stundenchart, da ist es halt im DAO so ein bisschen plausibler als im DAX. Weil hier haben wir auch sitzen, einfach hier auf der, hier unterm POC. Da waren wir ja gerade vorhin, wo ich das noch erklärt habe. Und da sollte er auch reinstechen dürfen. Das habe ich auf dem Schirm gehabt. Und aber hier haben wir halt so die aufkommende Aufwärtsbewegung in dieser Kerze. Und solange werden der nochmal schließen, ist für meine Begriffe das soweit auch okay. Und die kann auch eigentlich völlig problemlos hier in grün schließen, nämlich nochmal über diesen, ich zeige das mal kurz, hier über der 870, ja, weil das halt hier so der letzte Support war, gestern oder heute Nacht irgendwann dann nochmal, und er sollte schon versuchen, darüber dann auch nochmal zu schließen, und dann ist alles fein, ja, dann passt das schon soweit. Wenn nicht, dann muss man halt einmal überlegen, was man damit dann halt macht. So, DAX, stehen hier genau auf Null, hurra. So, da müsste jetzt natürlich mal ein bisschen Alarm hier langsam, darf dann da schon mal kommen. Sonst wird es natürlich auch irgendwann nervig. So. Wie richte ich die roten und grünen Balken ein? Das sind die Kerzen im Hintergrund, ne? Fragt hier der Markus. Das ist hier der 15-Minuten-Chart, ist im Hintergrund, wird der automatisch gezeichnet. Das ist einfach das X-Frame-Add-on. Und das findet man hier im Bereich Indikatoren. Ich weiß gar nicht, wo das genau. Indikatoren, Stereo Trader. Und dort müsste es einen Unterordner Heiko Behrens geben. Bin mir gerade nicht sicher, ob das so installiert wird. Ansonsten bei Indicators, Stereo Trader Indicators. Also eins von beiden. Dort ist das drin. Einfach hier auf den Chart ziehen und dann kann man halt hier unten einstellen, was ich für einen Timeframe im Hintergrund sehen möchte. Ich habe jetzt hier zum Beispiel, also man kann auch die Zeiten begrenzen, ne, wenn man dann zum Beispiel eher nur Kassa sehen will. Und dann würde ich jetzt hier zum Beispiel 9 Uhr bis zum Beispiel 17:30 eingeben und dann zeigt er mir auch nur im Hintergrund die Kerzen an. Also das heißt hier, dass jetzt einfach nur rückwirkend geht es, also bis zu 5 Tage, Bar ist 15, heißt ja nichts anderes. Ich bin halt hier im Minutenchart und er fasst mir 15 Balken zusammen. Das heißt, ich habe dann logischerweise im Hintergrund den 15-Minuten-Chart dann angezeigt, obwohl ich hier im 1-Minuten-Chart eben unterwegs bin. Ja. So, es hilft natürlich ja einfach so ein bisschen. Bitte? Wenn ich was ergänzen darf. Ja. Dieses X-Frame muss man ja über den Installationsmanager runterladen, wenn man das nicht vorher gemacht hat. In der normalen Stereo-Trader-Installation ist das ja nicht mit drin. Genau. Also solche Add-ons, genau, wie der Wolfgang gerade sagt, geht man halt hier einfach über das Setup und dann Installation Manager. Kann ich nochmal kurz zeigen. So, und da wählt man dann einfach aus, hat man halt hier entsprechend dann halt zum Beispiel X-Frame und das kann man dann hier drüber installieren. Das sind natürlich auch die ganzen Add-ons von den Partnern, also wie zum Beispiel hier Europro oder Sport Add-on oder das VPOC und oder auch Community-Projekte, da fehlen noch ein paar, da kommen jetzt noch ein paar dazu. Und einfach hierüber installieren und dann ist es halt da. Ne? Auch Updates und so weiter geht alles über den Installation Manager. So, ich mache den jetzt aber hier zu. So, jetzt steht natürlich hier alles wieder rum, ne? Wie das ja immer so ist im Live-Trading. Es bewegt sich nichts. Dahin, wo es soll. Ja, herrlich. Aber ich kann es nur nochmal wiederholen.
ich versuche ja immer hier eine Zeiteinheit größer halt zu agieren und dann auch zu zeigen, wie man eben aus dem kleinen Timeframe in den großen kommt und dann entsprechend auch eher eine Position hat, die man über ein paar Stunden laufen lassen kann, als jetzt hier nur zu scalpen. Ist natürlich für einen Vorführeffekt für ein Webinar immer ganz nett, wenn man scalpen kann. Aber darum geht es ja hier nicht, sondern weil ja hier halt eben auch, weil ich ja auch den Blog mache. Und deswegen finde ich immer, dass das passt da dann auch nicht so wirklich zusammen. Ich habe es halt hier auch schon ein paar Mal irgendwie gemacht, dann nur ein paar Punkte schnell mitgeschnitten und gut. Aber ich würde schon versuchen, hier immer das, was im Blog, auch wenn jetzt heute nicht viel drinsteht, aber generell halt die großen Marken dann halt entsprechend zu handeln und dann eben auch aufzuzeigen, wie man das halt machen kann. Damit es halt eben auch so ein bisschen besser zusammenpasst alles. So, 47, mal gucken, ob wir das Ding jetzt gedreht kriegen. Also 9.47 Uhr. Ich mache jetzt an der Position mal nichts. Wie gesagt, es geht ja hier nicht um die Größe, sondern um die Art und Weise, wie man es macht. Weil ich sehe auch jetzt hier nicht wirklich einen Punkt, wo man irgendwie ansetzen könnte. Ich könnte jetzt sagen, ja, ich gebe hier noch einen Long dazu, wenn er da oben drüber geht. Aber dann, ich weiß ja nicht, ob er da weiterläuft. Von daher ist es irgendwie, finde ich es nicht so gut. Und ich bin bestimmt nicht der Einzige, der die Idee hat. Das würde ich auch mal irgendwie glatt vermuten. Weil kann genauso gut sein, dass wir einmal kurz hier drüber und dann doch nochmal irgendwie tief machen und dann erst hochlaufen. Kann genauso gut passieren. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob das jetzt wirklich so funktioniert, so einfach wie es aussieht. Ist ja meistens nicht so. Auch von der Uhrzeit ist es natürlich jetzt generell gut, ne, weil ich ja halt auch immer sage, dass halt so irgendwie alles, was bis kurz vor Ende passiert in einer Kerze, und ich rede jetzt hier von der Stundenkerze, das ist immer nur Geschrabbel und Geschiebe. Und meistens löst sich es eher kurz vor Schluss immer eher auf, sowas. Und von daher ist das halt auch immer, ist mir halt immer wichtig, dass es nicht zuerst in die Richtung geht, wo ich eigentlich hin will, sondern wie wir es jetzt halt hier haben, dass wir zuerst runtergehen, ist natürlich erstmal richtig dafür, weil nur dann kann ich das Ding auch entsprechend nachher nach oben drehen. Und von daher passt das schon. Auch mit der Zeit jetzt halt hier gut zusammen. So, ne? Das meinte ich ja halt. Ich bin bestimmt nicht der Einzige mit der Idee. Sondern da haben jetzt erstmal, sind ein paar Long gegangen. Die werden jetzt ihre üblichen 10 Punkte erstmal nach unten weggefischt. Und dann mal gucken, ob man das dann noch hinkriegen. So, ne, passt. Also halt hier, das ist so der Klassiker, irgendwie DAX, irgendwie, weiß ich nicht, Stop und dann halt Long und dann SL 10 Punkte. Ja, das waren genau die sind weg. Vielleicht reicht das, mal gucken, aber das ist halt ja wirklich so der Klassiker. So, mal gucken, aber wir haben ja noch 10 Minuten Zeit, die Kerze hier schicker aufzulösen, als sie jetzt ist, die Stundenkerze. Und von daher bin ich da erstmal guter Dinge, dass es noch funktionieren kann. Ist natürlich jetzt ein bisschen schade, dass halt der Break-Even hier genau da liegt. Wo er sich irgendwie die ganze Zeit hier im Kopf dran stößt, aber okay. Ja. So, ich könnte jetzt noch ein Märchen erzählen. Fällt aber keins ein.
Thorsten ist schon lange, der hätte das sonst machen können, der hat immer so lustige Anekdoten am Start. Du könntest was zu Priax erzählen. Ach stimmt, da war ja noch was. Da ist ja wahrscheinlich der Trading Stop mit gemeint, ne? Der Priax Trading Stop, den ich hier natürlich jetzt leider sowas von gar nicht vorführen kann. Das wäre natürlich, das hatte ich mir vorhin gedacht, so gedacht, vielleicht gelingt es ja, dass man den halt hier mal präsentieren kann. Der Priax, also das Ding ist halt, der basiert halt auf Außenstäben, ja, deswegen Price Action, deswegen Priax, das ist halt so die Basis, wo der Name herkommt. Und wenn es hier nicht so ein Gewusel hätten, ja, dann könnte ich das ja mal irgendwie daran erklären, wie das Ding funktioniert. Aber das funktioniert hier in dem Bild leider wirklich gar nicht. Also generell, ja, solche Sachen sind ja auch beschrieben in Beispielen. Im Handbuch ist auch, glaube ich, sogar noch ein Bild dazu drin, wie die ganze Geschichte funktioniert. Aber letzten Endes ist es halt so, also ich habe ja jetzt hier bei den Trading Stops, kann ich mal kurz zeigen, ne, kann mich hier auswählen, entsprechend Priax und Priax Plus. So, Priax, der ganz normale, aber da haben wir schon auch einige Webinare drüber, ne? Muss ich jetzt auch mal kurz so bemerken, aber gut, wir haben ja gerade nichts zu tun. Macht Folgendes, ich suche jetzt mal hier einen Timeframe, der irgendwie passen könnte. Da passt aber gerade nicht wirklich irgendeiner. Ich muss mir dazu mal kurz die Kerzen hier angucken. Wo wir halt hier Außenstab haben. Muss ich wahrscheinlich doch ordentlich hier eine Nummer. Ich gehe mal auf den Dow, vielleicht sieht man es da ein bisschen besser. Ja, auch nicht wirklich. Wir sind halt hier echt gerade in der Seitwärts-Range. Ich mache es mal halt hier mal in Short-Richtung. Also als Beispiel. Das da ist ein Außenstab. Warum ist es einer? Weil er halt ein tieferes Tief gemacht hat und tiefer geschlossen hat. Als vor allen Dingen die hier mal. Ja. So, das heißt, ein Fadenkreuz. So, da ist der Außenstab. Da ist der Close von dem Außenstab. Hier ist der Open. So, der Pre-X hätte jetzt halt, wenn man gesagt hätte, okay, ich setze meinen Trading-Stop nach dem, der hätte den Stop genau hier oben hingesetzt, plus den Abstand, den ich entsprechend halt einstelle. Ne? Wenn ich jetzt irgendwie 0 Punkte oder 1 Punkt, hätte das gereicht sogar. Ne? Das heißt also hier im Stundenchart, Außenstab. So, Trading-Stop wäre hier oben gewesen. Wie man sieht, fast genau angelaufen, beziehungsweise einmal komplett ausgereizt und dann ging es weiter runter. So, das heißt, der Trading Stop wandert halt immer von Außenstab zu Außenstab. Das heißt, hier, Entschuldigung, hier an der Stelle wäre der Trading Stop hier oben gewesen. Und da ist der nächste Außenstab. Der hätte den Trading Stop erst hier hingesetzt. Ja, klingt natürlich erstmal ganz furchtbar, wenn man das so handelt. Ja, wenn man denkt so, oh mein Gott, so, ich verschenke ja gerade irgendwie 500 Punkte. Nein. Weil es funktioniert halt einfach. Ne? Und das sieht man ja halt auch hier. Ich habe jetzt einfach nur wild rausgegriffen. So, nächster Außenstab wäre dann hier unten der. Das heißt, danach wäre der Trading Stop dann halt hier gewesen. Nach dem nächsten Außenstab wäre er hier gewesen. Und da haben wir noch einen hier unten. Oder ist das einer? Genau, ist noch einer. Das heißt, der Trading mit dem Trading Stop, mit dem Priax Trading Stop, wäre man bis hierher mitgekommen. 466 kommend von 26.300 im Stundenchart. Ne, und das sind halt Sachen, die kann man im History Trading auch gut, ganz gut testen, sowas. Das macht halt Sinn, ja, weil das sind halt ganz sicher irgendwelche Algos, die darauf getrimmt sind. Und daher kommen solche Geschichten ja halt auch. Und weshalb ich halt sage, so irgendwie, gerade wenn man irgendwie einen Swing versuchen will, in irgendwie einer größeren Zeiteinheit, der Priax, der ist halt. Ich will jetzt nicht sagen unschlagbar, ja, aber das ist halt, das ist relevant, ja, was der da halt macht mit dem Trading Stop. Und allen voran natürlich Stundenchart, keine Frage, bei klaren Bewegungen. So, und wenn jetzt einer fragt, ja, warum hast du den denn da nicht gesetzt hier bei deinem Long? Weil wir hier keine klare Bewegung haben. Ja. Die ist halt einfach hier nicht da. Und die brauchen wir halt schon. Wenn ich jetzt halt hier auch, klar, das hier ist jetzt der relevante im M15 und da war der nächste. Dann hätte ich nach Priax am M15 hier rausgemusst.
Ja, aber wir sind aber auch hier in der Range, von daher macht das natürlich überhaupt gar keinen Sinn. Und generell sage ich da halt auch, der PrivX macht nur Sinn, wenn man halt irgendwo eine vernünftige Impuls- oder Trendbewegung halt haben, aber nicht im Seitwärts. Das ist total sinnlos, ne? Da muss man halt schon irgendwie abwarten, dass halt in der Richtung halt was kommt. Das heißt, wenn wir jetzt hier als Beispiel nach oben ausbrechen sollten, ja, im Stundenchart jetzt hier zum Beispiel auf die 26, dann kann man da mal halt anfangen, drüber nachzudenken, den PrivX Trailing Stop dann zu aktivieren. Und nur hat man ja gesehen, man braucht da im Zweifelsfall schon ganz schön Nerven, ne? Weil wenn so eine Stundenkerze auch gern mal irgendwie 500 Punkte lang ist, ja, insbesondere wenn es nach unten geht. Und da muss man da schon mal ruhig, ganz schön ruhig sitzen bleiben, wenn man das halt dann irgendwie ganz mitnehmen will. Aber das funktioniert eben halt. Und das ist eben der PrivX. Also das ist die Logik halt dahinter. Und PrivX Plus, das ist fast das Gleiche, nur dass man dort zum Beispiel dann halt auch sagen kann, ja gut, ich lasse irgendwie einen Trading-Abstand von Abstand, ja, einen Abstand von 100 Punkten und der PrivX Plus passt dann aber auf den Schlusskurs auf. Und dass wenn der nicht mehr passt und beziehungsweise wenn da ein falscher Außenstab dazwischen kommt und dann löst er die Position auf, ohne dass der Trading-Stop getroffen wird. Also das ist halt die Logik vom PrivX. So, 4 Punkte, hurra, hurra. Jetzt sind wir jetzt hier im Plus, aber gut. Ich hoffe, das war soweit erständlich, aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, da gibt es noch irgendwie diverse Videos und Webinare dazu. So, jetzt mal gucken, ob wir hier schaffen, über der 6, 4, 8. Das wäre so das 8-Uhr-Tief. Ja, das ist eigentlich nicht. Das macht schon mehr Sinn hier oben. Wenn wir in dieser Aufwärtsbewegung halt nochmal schließen würden, also über der 650, das wäre dann auch tatsächlich hier Intraday das VAH. So, Ingolf, zu deinen 602 eben, hast du was gemerkt? Falls du noch da bist. Ich wollte da nicht drauf eingehen. So, ein paar Punkte gibt es ja hier, wie es aussieht. Aber es müsste halt wirklich so. Am liebsten wäre mir natürlich gewesen, wir schießen da einmal komplett nach oben durch, hier nochmal auf den krasser Schluss von gestern. Das wäre natürlich so mein Favorit gewesen hier in der ganzen Geschichte. Das hier ist schon so ein bisschen verhalten. So wirklich gefällt mir das nicht. Und in 40 Sekunden, ob da jetzt noch irgendwie 25 Punkte kommen. Möglich ist es. Dirk, vielleicht können wir noch mal die ein oder offene Frage beantworten, die wir hier im Chat haben. So, also, ne? So, 650, da docken wir jetzt dran, so wie es aussieht. Und das heißt, also generell, so, Moment, komm, jetzt schieben wir dem manuell hinterher. Also, auf jeden Fall war das ja alles richtig, wie man sieht. Ich würde jetzt natürlich am liebsten gerne direkt hier oben drüber. So, ob das dann aber so kommt, schauen wir mal. Ja, okay. So, aber passt soweit, ne? Und das kann jetzt hier natürlich, also erstmal ist es ja alles soweit positiv, dass wir hier im Plus abgeschlossen haben und dass generell der Ansatz ja auch der richtige war. Und so, das kann jetzt aber, weil wir hier echt so eine, naja, nicht wirklich schöne Stundenkerze haben, die hätte echt ein bisschen netter aufgehen können. Aber gut, hat sie halt nicht, ne? Aber trotzdem, das hier hat gepasst, kein neues Tief. Und jetzt muss man halt hier mal gucken,
Dann kommt da noch was nach, kriegen wir dann nochmal einen Retest oder schießt direkt nach oben, stranden wir seitwärts. Aber okay. Und soweit hat es ja trotzdem jetzt erstmal, ist es ja aufgegangen. Gut, also wer das genauso gesehen hat und nicht etwa nachgehandelt hat, dem gratuliere ich dann auch zu 18 Punkten hier an der Stelle. So. Also genau, Wolfgang, was hast du noch für eine Frage gerade? Ja, wir haben ja so noch ein, zwei, drei offene Fragen hier im Chat. Echt? Ja, Jamschet beispielsweise fragt, kann man den MT5-Stereotrader auch mit historischen Daten kennenlernen? Ach so, ja klar. Also im History Trading, ne? Da gibt es aber auch Webinar dazu und das geht aber nur mit dem MT4, nicht mit dem MT5. Okay. Dann nochmal eine Frage von Stefan. Zur Einstellung der Handelszeiten. Sind die MetaTrader-Handelszeiten oder die tatsächlichen Zeiten, also 8 bis 22 Uhr, entscheidend? Also MetaTrader-Zeiten sind nie entscheidend, würde ich behaupten. Ja. Nee, der Hintergrund ist ja auch ein ganz anderer. Der Hintergrund ist ja der, dass halt wir immer eine Zeitverschiebung haben vom hier von lokal Deutschland zum Broker. Server, der dann halt hier in London steht, eurer, ne? Und ja, und das ist halt immer so ein bisschen das Problem, weil es da halt auch schon mal sein kann, dass die Tageskerze eben gar nicht am Tag beginnt oder endet. Und wenn man dann anfängt, auf sowas dann halt Fibos, Pivots oder sonst irgendwas zu bauen, dann kommt natürlich nur Quatsch bei raus, ne? Und das ist der eigentliche Hintergrund, warum das halt so gemacht ist mit diesen Zeiten, dass man die einstellen kann. Aber generell, ich meine, es ist die Frage, wie mit allem halt im Handel. So, man sagt ja, gibt ja auch welche, die sagen, ja, ich handle nur den SMA 20. Ja, in welchem Timeframe? Ja, in allen. Ja, welcher ist denn der richtige? Ja, keiner. Das ist natürlich mit den Handelszeiten halt genau das Gleiche, ne? Also, das heißt, da ist halt, da gibt es ja nicht irgendwie eine in Stein gemeißelte Wahrheit, sondern das sind natürlich dann auch nur Erfahrungswerte und ich würde es aber generell, glaube ich, was halt schon Sinn macht, ist es darauf halt eben abzustellen, wo das meiste Volumen halt stattfindet. Ich meine, was interessiert es, wenn irgendwie nachts irgendwie zufällig einer 5 Kontrakte kauft um 1.30 Uhr, wenn kein Mensch da ist und nur 2 irgendwie gerade verfügbar sind und der Kurs dann halt einen Sprung von 20 Punkten macht. Das ist ja halt egal, ne? Und sondern dann halt eher schon die Hauptzeiten und die sind dann natürlich gerade im DAX ohne Frage, nach wie vor eben 8 Uhr bis 22 Uhr. So, heißt aber jetzt trotzdem nicht, dass nicht auch was anderes funktionieren kann, aber wie gesagt, das ist eben der Grund dafür, warum ich sage, so, ich stelle das halt darauf halt ab. Ja, noch was? Ich hätte eben noch was gelesen, wie kann ich die Kerzen grün und rot machen? Ja, das habe ich schon beantwortet eben. Das hatte ja. Ich schon. Okay, habe ich nicht. Aber wir haben ja auch so oder so heute nochmal ein Helpdesk, ne? Ja. Uns jetzt auch ein bisschen aufs Live-Trading beschränken. Also ich hoffe, das war alles nachvollziehbar, was ich hier gesagt, erklärt und gezeigt habe. Und ja, vielleicht konnte der ein oder andere irgendwie da halt in seiner Betrachtung was mitnehmen. Vielleicht hat es ja auch einer mitgehandelt. Hat ein bisschen gedauert, aber nichtsdestotrotz beeinflussen zeitlich kann man es ja nicht, aber dann immer noch gut, wenn es dann trotzdem noch irgendwie funktioniert und der Markt einem dann auch bestätigt, so ganz doof war die Idee ja dann nicht. Ne? Und jetzt sieht man ja hier auch, wie die ganze Geschichte weitergeht. Also selbst wenn man jetzt irgendwie Stop nicht nachgezogen hat bei der gleichen Idee, ich schätze mal, wir werden jetzt gleich mal dem Thorsten hier ein paar Locken verpassen, der nämlich seinen Short da oben gesetzt hat bei der 685. Und aber wir werden sehen. Der ist eh angeln, von daher alles gut. Ja, wir sehen uns. Bitte? Der war ja schon im Ziel, hat er gesagt. Ja, ja, stimmt. hätte ja drehen können, ne? Aber. Nein, das ist schon gut, soll schon natürlich jeder sein Ding machen, ist ja keine Frage. So, dann sage ich mal Danke an der Stelle. Auch an den lieben Wolfgang natürlich hier fürs Durchhalten. Und war ja auf jeden Fall ein ganz netter Entry hier nach dem Urlaub. Für mich natürlich persönlich bin ich natürlich auch froh, wenn das Ganze aufgeht.
Und wenn man nicht alles verlernt hat in einer Woche. Aber wir sehen uns ja ohnehin dann heute Abend nochmal um 18:30 Uhr für die, die dabei sein wollen, hier im Helpdesk. Webinar, euch danke fürs Dabeisein, danke an FX Flat hier natürlich. Und wie gesagt, Wolfgang hatte ich ja schon. Aber der hat natürlich Gerne. hier das letzte Wort. Also, tschüss bis heute Abend von meiner Seite. Wolfgang, du darfst. Ja, vielen Dank, Dirk. Von mir auch nochmal der Hinweis. Angegeben ist das Webinar heute Abend um 18 Uhr. Aufgrund der Absprache mit Dirk haben wir das um 18:30 Uhr verschoben. Die Handwerker sind ja im Haus und dass wir da ein bisschen Ruhe haben. Noch ein Hinweis in eigener Regie oder vielmehr auch in Zusammenarbeit mit Dirk. Und zwar geht es dort um den Stereo Trader Day. Ja, nochmal sind noch ein paar Plätze verfügbar. Bis zum, ja, es startet am 20. September. Wer sich noch anmelden möchte, wie gesagt, ein paar Plätze sind da noch frei und stehen zur Verfügung. Ansonsten wünsche ich allen Teilnehmern einen, ja, erfolgreichen Handelstag und ich hoffe, wir hören uns heute Abend wieder. Alles Gute, viel erfolgreiche Trades. Tschüss.